Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute geht es mit unserem Arzt Dr. Volker Schmiedl um das Thema Therapieursache von Multiple Sklerose, welche Möglichkeiten wir haben, schon durch gute Versorgung von zum Beispiel Nährstoffen einen guten Effekt zu erzielen und welche Methoden weiterhin noch den Patienten unterstützen auf dem Weg der Genesung oder zumindest mal ein gutes Klarkommen mit der Krankheit, das erfahren Sie heute. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Volker, schön, dass du da bist. Liebe Corinna. Du hast ja das Glück wirklich, dass die Menschen, die Patienten zu dir kommen mit dem Bewusstsein, da muss es noch mehr geben. Da gibt es doch bestimmt noch ein Mittelchen oder einen Weg ohne dieser, ich sage jetzt mal, klassischen Standardtherapie, die doch auch mit relativ hohen Nebenwirkungsthematiken auch den Patienten belasten, dass es da für dich auch wirklich noch andere Wege gibt, oder? Das Wichtige ist schon mal, es gibt eben nicht das Mittelchen, wie du gesagt hast. Mhm. Ich sage mal, Multiple Sklerose ist keine Interferon- oder andere Medikamente-Mangelkrankheit, sondern wir müssen die gesamte Lebensweise und vor allen Dingen die Ernährung und im Besonderen nochmal einige Nährstoffe bedenken. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir eine komplexe Krankheit, um die es sich bei MS handelt, mit einem einzigen Mittel in den Griff bekommen. Wir müssen einfach sehr viel mehr tun. Mhm. Dadurch, dass unser Körper ja in der heutigen Zeit doch eher vom Mangel dominiert wird, auch was Nährstoffe angeht, macht es doch sicherlich mal Sinn, da vielleicht auch mal den Fokus drauf zu legen, oder? Was fehlt eigentlich dem Körper wirklich? Ja, unbedingt. Und das ist gerade das Manko. Ich glaube nicht, dass die Neurologen, ich will die jetzt nicht beschimpfen, aber ich glaube nicht, dass sie eine ausführliche Ernährungsanamnese bei ihren MS-Patienten erheben. Das ist für mich der allererste Schritt. Also du gehst über eine Ernährungsanamnese oder machst du auch noch verschiedene Blutanalysen, Urin oder in der Richtung? Neben der ausführlichen Ernährungsanalyse, Anamnese natürlich auch noch eine sehr ausführliche Laboranalyse, wo da eben die bei Entzündung wichtigsten Nährstoffe mit betroffen sind. Mhm, super. Jetzt sind wir schon so ein bisschen vorgegriffen, Entschuldigung, aber hat sich jetzt gerade so ergeben. Jetzt, ich würde nochmal direkt auf die Ursachen eigentlich gehen. Was gibt's denn da gerade Stand heute? Die Wissenschaft geht ja da auch immer weiter und ich denke, da wird sich auch noch mehr zeigen in Zukunft, oder? Ja. Hoffe ich jedenfalls. Ja. Ich stelle mir erstmal die Frage, was ist denn MS überhaupt? Also eine Entzündung der Myelinscheiden, die werde ich gleich noch zeigen, von den Nerven des Gehirns und den Rückenmarks. Also das ist die Ursache von MS sozusagen. Die Folge ist dann eine Degeneration dieser Nerven und das führt dann eben zu diesen neurologischen Ausfällen. Also das ist die Ursache. Frage ist natürlich, was ist die Ursache davon? Also das Myelin, diese Scheide, wird abgebaut. Und wenn genügend Nerven betroffen sind, es müsste schon so im Millimeterbereich sein, da müssten schon viele, viele Tausend betroffen sein, dann würde man im MRT oder im MRI überhaupt erst Veränderungen erkennen. Und das führt dann irgendwann zu MS-Symptomen. Mhm. Und zwar je nachdem dort, wo diese Läsionen aufgetreten sind. Ich sage mal, MS ist ein Chamäleon. Alle Symptome können auftreten. Der eine hat Kribbeln am Arm, der nächste hat Doppelbilder. Und der allernächste hat Blasenfunktionsstörung, ja. Alles wären Hinweise auf MS. Also nicht jeder, der eine Blasenfunktionsstörung hat, muss eine MS haben. Aber wenn dann noch andere neurologische Symptome dabei sind, sollte man mal danach suchen. Also die Ursache ist im Prinzip eine Autoimmunerkrankung. Unser Immunsystem greift unsere Nervenscheiden an. Das ist die Ursache. Mhm. Und wenn man dann bei Wikipedia mal schaut, was steht denn da bei Autoimmunerkrankungen, da steht dann, Ursache unbekannt, Heilung nicht möglich. Ja. Das ist ja sehr, sehr aufbauend. Ja. Mhm. Nein, wir wissen natürlich, wo die Ursache liegt, nämlich in unserer Lebensweise. Mhm. Und wir wissen auch, was wir präventiv und vor allen Dingen auch therapeutisch dagegen tun könnten. Aber hier nochmal ein schönes Bild von den Myelinscheiden. Also wir sehen links da so einen Nervenstrang, der von diesen Myelinscheiden gut ausgekleidet ist, führt dazu, dass der Nervenimpuls in einer guten Geschwindigkeit weitergeleitet wird.
Ich vergleiche das immer mit so einem Plastik um ein Kupferdrahtkabel. Ja? Mhm. Ich glaube, das ist ein schöner Vergleich. Und wir sehen auf der rechten Seite, das ist also der bei MS angegriffene Nervenstrang. Und wir sehen, da sind Löcher drin. Und ich sage dann immer, ja, wenn es da Kurzschlüsse gibt zwischen den Kabeln, dann funktioniert das Ganze nicht mehr so gut. Also es ist eine etwas vereinfachte Vorstellung, aber ich denke, das trifft es einfach ganz gut. Diese Myelinscheiden werden abgebaut und das ist letztendlich die Ursache. Wir müssen etwas gegen die Entzündung tun und wir müssen etwas gegen diese Degeneration der Nerven tun. Mhm. Und da haben wir einfach eine ganze Menge Möglichkeiten. Ja. Ich war mal auf dem Ärztekongress, da war auch ein Arzt, der gesagt hat, hier, es gibt einfach auch vieles Synergien, gerade beim Thema Borreliose, wo viele gar nicht unterscheiden können, ist jetzt eine MS oder eine Borreliose. Würdest du da auch empfehlen, das noch abzuklären, ob das auch mit einer Ursache sein kann? Ja, also ich habe da schon gerne die Abklärung, wobei ich da nicht der Diagnostikarzt bin. Das überlasse ich dann schon den Neurologen. Ich würde auch gerne wissen, haben wir jetzt wirklich eine Borreliose oder haben wir eine MS? Bin so ein bisschen auf MS spezialisiert. Borreliose ist jetzt nicht so mein Thema, muss ich sagen. Aber da scheint es wohl immer wieder so Verwechslungen dann eben zu geben, weil man eben genau das nicht überprüft. Genau, dann haben wir viel über Überlappungen zumindest. Ja. Genau. Gut, super. Ja, mein nächstes Thema wäre dann so die Genetik. Ja, wie viel ist denn vererbt? Und ja, es gibt Vererbungsfaktoren. Das werden wir gleich hier sehen. Und zwar können wir mit Zwillingsstudien, können wir immer wieder gut erkennen, welche Rolle die Vererbung spielt. Wir wissen, in der Gesamtbevölkerung sind so etwa 0,15% von MS betroffen. Also nicht sehr viel, aber doch schon einige. Und wenn wir zwei eigene Zwillinge haben, also es sind wie normale Brüder und Schwestern, dann ist das Risiko schon bei 3% deutlich erhöht. Mhm. Wenn wir jetzt aber eineige Zwillinge haben und diese Prozentzahl der gemeinsamen Erkrankung ist dann viel höher, dann wissen wir, die Vererbung spielt eine sehr große Rolle. Das hat man bei Forschungen an zweieigen Zwillingen und eineigen dann sehr gut herausgefunden. Und siehe da, eineige Zwillinge, wenn also das eine Geschwisterchen MS hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zweite auch MS bekommt, irgendwann im Laufe des Lebens, liegt bei einem Viertel bis einem Drittel. Also sehr viel höher. Mhm. Das heißt, die Vererbung spielt eine wichtige Rolle. Wo ich mir erst spät Gedanken drüber gemacht habe, aber was ganz wichtig ist, wenn ein Drittel oder ein Viertel auch MS kriegt, dann heißt es ja, zwei Drittel bis drei Viertel bekommen es nicht. Das bedeutet, eineige Zwillinge sind ja Klone, das sind ja identische Blaupausen. Und zwei Drittel bis drei Viertel kriegen es nicht. Das heißt, die Genetik spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle. Aber die Umwelt, die muss viel, viel stärker sein. Mhm. Und wir müssen auf diese Umweltfaktoren achten. Was können wir dann in der Umwelt beeinflussen, dass wir eben keine MS bekommen? Und da gibt es ganz viele Studien, nämlich der Lebensstil ist da ganz wichtig. Umwelt ist immer Lebensstil. Und hier mal eine Untersuchung. Ich habe das mal rot gemarkert. Das ist eine wissenschaftliche Arbeit, die ist mehr als 70 Jahre alt, uralt, und zwar aus Norwegen. Was hat der Forscher gemacht? Er hat mal geschaut, wie viel MS es in Norwegen gibt. Und im Inland gibt es 6-mal so viel MS wie an der Küste. Okay, im Inland, was ist da anders? Genetisch sind das alles Norweger, also die tauchen sich auch auf. Da ist, glaube ich, genetisch nicht viel Unterschied. Aber im Inland isst man sehr viel Fleisch und Milchprodukte und an der Küste isst man sehr viel Fische. Das muss der Unterschied sein. Ja. Und er hat auch noch untersucht, Länder mit gesättigten, mit harten Fetten, gesättigten Fettsäuren, harten Fetten, auch dort gibt es mehr MS. Ja. Mhm. Also nochmal, das ist seit 70 Jahren bekannt, aber ist das irgendwie eingeflossen in die MS-Vorbeugung oder Therapie? Meines Wissens nicht. Und jetzt kann man sagen, na gut, Norwegen ist Sonderfall, ja. Nee, das wurde woanders auch noch bestätigt. Man hat mal zwei Inseln im Atlantik untersucht, die beides eine ursprüngliche dänische Bevölkerung hatten. Nämlich Shetland, die Shetland-Inseln. Da ernährt man sich überwiegend Englisch, also auch wieder viel Schafe, viel Fleisch, viel Milch. Und die Färöer-Inseln, da hat die Bevölkerung immer noch eine ursprüngliche Ernährung mit viel Fisch. Ja, und wen wundert es jetzt noch?
In Shetland gibt es viel MS und auf den Färöerinseln gibt es wenig MS. Ja? Also nicht mehr für uns überraschend, aber das sind Dinge, und das war von 1967, also auch uralt. Ja, warum geht das nicht mal in die Ernährungsempfehlung bei MS ein? Da müsste man doch eigentlich mit... es ist doch eigentlich unglaublich, dass das nicht berücksichtigt wird. Nochmal zum Thema Fisch. Wir gehen ja nachher nochmal auf Omega-3 gezielt ein, oder? Mhm. Ja, gut. Dann stelle ich meine Frage zurück. Perfekt. Ja. Ich habe mir noch mal angeschaut, welche Nährstoffe könnten denn noch sinnvoll sein. Vitamin D wieder und Omega-3 werden wir noch ausführlich beachten. B-Vitamine sind nicht unwichtig. B-Vitamine sind ja auch unsere sogenannten Nervenvitamine. Also hier mal eine schöne Untersuchung, wo gezeigt wurde, 20% aller MS-Patienten haben einen B12-Mangel. Und nur 3% der gesunden Kontrollpersonen. Also nach B12-Mangel lohnt es sich auf jeden Fall zu suchen und das zu optimieren. Ganz wichtig, bitte auf gar keinen Fall B12 im Blut messen, sondern Holotranscobalamin. Das ist das aktive B12. Die B12-Spiegel verwirren in den meisten Fällen, am besten gar nicht mehr messen. Holo-TC ist ein bisschen teurer, aber das gibt wirklich eine Aussage darüber, ob wir einen Mangel haben oder nicht. Und man hat dort auch das Homocystein gemessen. Homocystein ist eine Aminosäure, die aber für uns nicht so günstig ist. Die steigt an, wenn wir entweder B6-Mangel haben, das kommt aber so gut wie nie vor, B12-Mangel, haben wir gesehen, nicht so selten, oder Folsäuremangel haben. Im Zweifel gibt man bei Homocystein-Erhöhung einfach alle drei Vitamine. 20% der MS-Patienten hatten einen Mangel und in dieser Studie zumindest keine der gesunden Kontrollpersonen. Also auch da lohnt es sich durchaus nachzugucken. B-Vitamine gebe ich sehr gerne bei meinen MS-Patienten. Man macht niemals etwas verkehrt. Und wo man auch hinschauen sollte, wäre das Q10. Und zwar gerade dann, wenn Erschöpfung vorliegt. Erschöpfung ist das Hauptsymptom bei MS. Fast alle MS-Patienten leiden massiv darunter. Dann würde ich immer den Q10-Spiegel messen. Und ich will dann aber keine Normwerte haben, sondern ich will dann Q10-Werte haben, die mindestens das Doppelte oberhalb des oberen Normwerts liegen. Also richtig Q10 satt wollen wir da haben. Warum ist Q10 so wichtig? Ganz wichtig sind die Mitochondrien. Q10 ist einer der wichtigsten Bausteine, damit die Mitochondrien, also die Kraftwerke der Zellen, gut arbeiten können. Welche Zellen haben die meisten Mitochondrien? Muskeln. Die Muskeln, schon mal sehr gut. Die haben natürlich sehr viel Energie. Aber gibt noch eine Zelle, die hat noch mehr? Verrat's mir. Wenn wir schon in der Thematik sind, sind es natürlich die Nervenzellen. Ja, wir müssen bedenken, unser Gehirn macht 2% unserer Masse aus, verbraucht aber 20% der Energie. Also da brauchen wir die Energie, da brauchen wir gesunde Mitochondrien, da brauchen wir viel Q10, damit die Birne eben auch hell leuchten kann. Also Q10, ganz wichtig, am besten messen. Wenn man erschöpft ist, macht es auch niemand etwas verkehrt, wenn er trotzdem Q10 nimmt, aber dann wirklich in einer hohen Dosis, bestimmt 100 bis 300 Milligramm, das wäre eine vernünftige Dosis davon. Welche Darreichungsform, gibt es ja auch bei B12, habe ich jetzt vorhin gar nicht gefragt, oder bei Q10, Kapsel, flüssig, über den Speichel, weil gerade auch bei B12 gibt es ja auch so die Thematik, dass es über den Speichel besser aufgenommen wird. Ich weiß es nicht. Also da würde ich gerne eine schöne Studie sehen, dass B12 über die Mundschleimhaut aufgenommen wird. Ja, ich meine, nicht umsonst haben wir genau am Ende unseres Dünndarms haben wir so ein etwa 50 Zentimeter langes Stück, wo speziell B12 aufgenommen wird. Und dass das dann in der Mundhöhle aufgenommen wird, ja mein Gott, wozu bräuchte man denn das Stück dann am Ende des Dünndarms? Ja? Unter der Voraussetzung, dass der Dünndarm in seiner Funktion nicht gestört ist. Ja, das schon. Ist ja bei uns eher, glaube ich, das Thema, oder? Wie gesagt, da will ich mal eine ganz ordentliche Studie sehen. Ich hätte in 5 Minuten hätte ich so eine Studie konzipiert, Hat bisher keiner gemacht, ja. Es wird gut im Darm aufgenommen. Und wenn nicht, dann brauchen wir eh sehr viel höhere Dosen. Und das kann man relativ leicht erkennen. Okay. Q10 gibt es das Ubiquinon und es gibt das reduzierte Ubiquinol. Das soll besser sein, ist auch viel teurer.
mir ist es eigentlich egal. Ich messe halt immer die Spiegel, ich messe, was hinten ankommt. Ich kenne bisher auch keine Studie, die anhand von klinischen Symptomen mal wirklich ergeben hat, dass das Ubiquinol viel besser ist als Ubiquinon. Würde ich mir gerne mal so eine Studie anschauen. Beides ist gut. Wir brauchen einfach gute Spiegel am Ende. Und hier nochmal, um die Studie zu Ende zu bringen. Unter Q10, wenn die Leute gut mit Q10 ausgestattet waren und die haben eben mit 500 Milligramm eine wirklich richtig hohe Dosis genommen, brauche ich fast nie so eine hohe Dosis, aber man fand signifikant weniger Erschöpfung und auch weniger Depression. Mhm. Das Ganze war hoch signifikant gewesen. Super. Also das wären noch zwei Nährstoffe, die es mit zu beachten gilt bei der MS. Mhm. Und hat natürlich dann auch keine Nebenwirkungen. Sind nicht bekannt. Eben, ja. Also es wurden teilweise mehrere Gramm am Tag eingesetzt. Das kann man dann irgendwann noch nicht mehr bezahlen. Mhm. Das ist recht teuer. Man hat nie Nebenwirkungen unter Q10 gesehen. Super, perfekt. Gut, dann geht's weiter in den Lebensstil. Ja, da kommt jetzt auch ganz gespannt, viel. Ja. Wir können jetzt auf alle einzelnen Punkte nicht sehr, sehr lang eingehen. Also ich würde mal sagen, eine vegetarisch orientierte Vollwertkost. Sie kann vegetarisch sein, muss es aber auch nicht 100% sein, wäre schon mal ganz gut. Mit Seefisch, aber jetzt auch nicht so viel, wegen wiederum Schwermetallbelastung. Einmal die Woche geht noch, mehr würde ich da eigentlich auch nicht machen wollen. Zusätzlich brauchen wir immer Omega-3, um optimale Spiegel zu haben. Vitamin D natürlich, gehen wir gleich noch drauf ein. Keine Milch. Milch scheint wirklich schlecht zu sein. Mhm. Für Joghurt und Käse ist das nicht so bewiesen. Aber Milch scheint wirklich schlecht zu sein. Rauchen brauchen wir nicht drüber zu reden. Bewegung ist gut in jeder Form. Und ja, wenn man einen solchen Lebensstil hat, dann haben wir auch noch ein paar Nebenwirkungen. Kannst du dir vorstellen, was das für Nebenwirkungen hat? Grundsätzlich Verbesserung, ist jetzt eine Scherzfrage, aber ich glaube, du bist auf dem richtigen Weg. Ja. Nebenwirkungen hätte ich eigentlich in Anführungsstriche setzen müssen. Weniger Krebs, weniger Herzinfarkt und weniger Demenz. Mhm. Und noch ein paar andere sind auch nicht. Aber das sind noch ganz nette Nebenwirkungen. Mhm. Also das wäre ein gesunder Lebensstil für jeden von uns, aber erst recht natürlich für die MS-Patienten. Mhm. Eine solche Beratung wird von den Neurologen niemals gemacht. Habe ich jedenfalls bisher noch nicht erlebt. So, jetzt kommen wir zum Vitamin D. Ich fange mal mit den Breitengraden und unserem Globus an. Und hier mal eine sehr schöne Untersuchung. Man hat mal hier eine riesige Studie an fast 10.000 Patienten einmal geguckt. An welchem Tag im Jahr treten denn die meisten Schübe auf? Was glaubst du? Na, rückwirkend, wenn ich jetzt so an meine Vorträge denke, war im März schon auch immer der niedrigste Vitamin-D-Spiegel, weil dann waren die Speicher dann wirklich komplett im Keller. Ganz genau, ab März geht es langsam wieder hoch mit der Vitamin-D-Bildung über die Sonne. Da würden wir theoretisch die meisten Schübe erwarten und tatsächlich hat man es in dieser Studie am 7.3. gefunden. Mhm. Passt wie die Faust aufs Auge. Ja, ich glaube auch mit Depressionen, Suizid und so, das ist dann alles so in der Wahrscheinlich Range. Wahrscheinlich auch, ja. Außer natürlich in Australien oder Südamerika. Mhm. Und da ist es, wen hätte das jetzt gewundert, der 5.9. Passt also ganz genau, ja. Also wie man da nicht drauf kommen kann, dass Vitamin D eine so wichtige Rolle spielt, erschließt sich mir nicht. Ja, und auch die Dosierungsthematik. Ja, da kommen dann MS-Patienten und sagen, ich nehme Vitamin D, ich nehme 1000 Einheiten am Tag. Und da denke ich mir, und das, wen will man damit imponieren? Da passiert ja nichts. Genau, neulich kam eine Patientin zu mir, die war gerade bei der Neurologie gewesen. Und da habe ich gesehen, die hat Vitamin D genommen. Da sage ich, wer hat das empfohlen? Der Neurologe hat das empfohlen. Da sage ich, super, endlich empfehlen Neurologen auch mal Vitamin D. Klasse. Wie viel nehmen sie denn? Ja, 1000 Einheiten. Sag ich, okay, 1000 Einheiten gebe ich einem einjährigen Kleinkind. Ja, das ist die richtige Dosis. Aber Erwachsene brauchen ein bisschen mehr. Vitamin D. Aber ich fand es trotzdem ein richtiger... Ja, der Weg ist schon mal in die richtige Richtung. Ja, fand ich schon mal toll von dem Neurologen. Also Sonne, Vitamin D zuvor schützt, ganz klar. Wir wissen, wenig Sonne bereits in der Kindheit macht im Erwachsenenalter bemerkbar, ob wir MS kriegen oder nicht. Im Winter haben wir eben gesehen, mehr MS-Schübe. Vitamin D verbessert Gesundheitsparameter bei MS. Verminderte Schubrate. Wenn ich Spiegel über 100 Nanomol habe oder über 40 Nanogramm pro Milliliter, ist im Vergleich zu unter diesen Werten die Schubrate halbiert. Das ist ja genau derselbe Effekt, wie unsere MS-Medikamente machen. Aber zu weit geringeren Kosten und Nebenwirkungen. Mhm.
Lebensqualität wird auch noch besser. Und wir brauchen eben hohe Dosen. Wenn ich jetzt von hohen Dosen rede, meine ich nicht Coimbra, da habt ihr ja andere Interviews noch gemacht. Ich meine jetzt Dosen, mit denen wir eben die Spiegel von 40 Nanogramm, 150 Nanomol kriegen. Da bewegen wir uns im Bereich von um die 5000 Einheiten am Tag. Und da konnte ich auch immer beobachten, wenn mir die Teilnehmer Vitamin D genommen haben und dann einen Blutwert bestimmen lassen haben, dass der exorbitant erhöht war, aber weil es halt gerade frisch genommen wurde. Und wenn man dann wirklich 14 Tage Pause macht, also sagt 14 Tage, bevor man den Vitamin D-Spiegel testet, kein Vitamin D nehmen, dann bekommt man auch wirklich den richtigen Wert. Nein, das ist komplett falsch. Ja, okay. Also da ja, gerne. Kriege ich jetzt ja. So einen Hals. Ja. Ja. Es wird dann gesagt, 3 Tage oder 7 Tage ja. Oder sogar 14 Tage vorher sollte man nicht messen. Diesen Irrtum muss ich wirklich korrigieren. Ich meine, ich gehe ja auch nicht zum Diabetologen mit Zucker und lasse 14 Tage meine Antidiabetiker weg und dann misse den Zucker. Ja. Ja, oder beim Blutdruckmessen ganz genauso. Ich will es natürlich unter dieser Medikation haben. Also, liebe Zuschauer, das darf auf gar keinen Fall weggenommen werden. Okay. Ich darf es in den letzten 12 Stunden nicht genommen haben. 12 bis 24 Stunden Pause. Mhm. Also wenn ich es immer morgens nehme, soll ich es weiter morgens nehmen. Wenn ich es abends nehme, darf ich es auch weiter abends nehmen. Die letzten 12 bis 24 Stunden kein Vitamin D, aber nicht 3 Tage warten. Okay. Ich will ja unter der Medikation, weil nach 2 Wochen habe ich schon einen Abfall von wahrscheinlich 10-20%. Ja. Völlig falsch. Und dass es dann so extrem hoch ist? Nö. Okay. Das sind die Werte, die er sonst auch hat. Die hat er ja sonst. Mhm. Und genau die will ich wissen. Ja. Hier mal eine ganz interessante Studie von Amerikanern. Die haben mal ein Review gemacht. Also die haben viele Studien sich angeschaut und haben daraus geschlossen, wenn alle in Europa und USA Spiegel von diesen über 100 Nanomol hätten, dann hätten wir statistisch 3/4 weniger MS-Fälle. Wir würden 3/4 dieser menschlich belastenden und auch das Gesundheitssystem enorm belastenden Krankheiten würden wir komplett verhindern. Alle müssten nur über 100 haben. Der Durchschnitt liegt bei uns bei 50 Nanomol. Die Katastrophe. Dafür brauchen wir aber, je nach Lebensweise und je nach Gewicht natürlich auch, brauchen wir in der Regel eben 4.000 bis 10.000 Einheiten. Ja? Also mit 4.000 oder 5.000 Einheiten macht keiner etwas falsch, wenn er das selber nimmt, auch ohne Kontrolle. Darüber hinaus würde ich immer kontrollieren wollen. Und das sind nochmal, wir machen es jetzt ganz schnell, nochmal meine optimalen Spiegel. Mhm. 40 bis 60 Nanogramm, besser 60 als 40. 100 bis 150 Nanomol, besser 150. Mhm. Das wären meine Spiegel. So, das wäre jetzt mein Vitamin-D-Part. Hast du zum Vitamin-D da noch Fragen? Wie substituierst du das? Oder wie nimmst du es in der Darreichungsform? In der Regel als Tropfen. Mhm. Aber eigentlich spielt es keine Rolle. Wir können auch Tabletten nehmen. Das Wichtige ist, wir sollten es immer zu einer fetthaltigen Mahlzeit einnehmen. Das ist der zweite Irrtum, der wirklich häufig gemacht wird, dass es morgens genommen wird zum Haferbrei oder zum 16:8 Fasten und man nimmt trotzdem morgens, dann wird es überhaupt nicht aufgenommen. Okay. Immer zu einer fetthaltigen Mahlzeit. Gibt ja auch noch diese Theorien, dass man, wenn man es gerade auffüllt, den Speicher noch auf Magnesium oder auf K2 achten soll. Was gibt es da für Erkenntnisse? Das wären nochmal gute Kofaktoren. Das stimmt schon, ja. K2, ich messe es häufig auch, braucht nicht unbedingt jeder. Mhm. Vitamin D wäre mir da wichtiger. Magnesium ist für mich auch der wichtigere Partner als das K2. Bei Osteoporose ist es unerlässlich. Da sollte immer K2 mit dazu. Bei anderen kann man sich ein bisschen drüber streiten, aber man macht auch nichts verkehrt. Das Präparat, was ich einsetze, so ein bisschen K2 automatisch auch mit dabei. Ah ja, okay. Gut, dann kommen wir vielleicht noch zum Omega-3. Mhm. Auch das kann man messen. Bitte nicht den Hausarzt fragen, der kennt sich damit in der Regel nicht aus. Und wenn es beim Labor macht, ist es meistens das falsche Labor. Omega-3 darf nicht im Serum gemessen werden. Mhm. Ich habe ein Video bei YouTube, muss man mal eingeben, Fettsäureanalyse Schmiedel. Dann kommt man darauf, warum ich das ablehne. Vollblut bzw. Erythrozytenmembran, das ist die richtige Messung. Es gibt Labore, da kann man das zu Hause bei sich am Küchentisch abnehmen, schickt das ein und bekommt dann so eine Fettsäureanalyse. Und therapeutisch ist so die Hausnummer 2 Gramm.
Also, wenn jemand normalgewichtig ist, 70 Kilogramm, isst dreimal in der Woche Fleisch, einmal in der Woche Fisch, dann kommt er mit 2 Gramm in der Regel in einen sehr guten Bereich. Ist er dicker, isst er mehr Fleisch, isst er weniger Fisch, braucht er eventuell noch 3 oder 4 Gramm. Mhm. Wo sind diese 2 Gramm drin? In 15 normalen Fischölkapseln aus dem Supermarkt oder Apotheke. Isst aber kein Mensch auf Dauer. Ja. Okay, wir können es aber die Nahrung kriegen. 100 Gramm schöne Makrele, aber bitteschön jeden Tag. Ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache und wir haben die Schwermetalle schon erwähnt. Mhm. Ja, nee, geht auf Dauer auch nicht. Oder ein Esslöffel Fischöl oder ein Teelöffel Algenöl. Damit hätten wir es und das wäre dann auch viel, viel einfacher. Mhm. Also wenn ich mich auf ein Fisch- oder Algenöl spezialisiere, wo ich dann wirklich auch darauf achte, dass es gereinigt wurde. Es gibt auch dann manchmal diese ergänzenden Sätze wie 100% befreit von Schwermetallen, gefiltert. Kann ich mich auf sowas dann verlassen? Sollte ich das bevorzugen? Also im Ernstfall sollte man dann eine entsprechende Analyse bei dem Hersteller anfordern. Mhm. Ein guter Hersteller wird keine Probleme haben, diese Analysen herauszugeben. Ich habe vor ein paar Jahren mal so einen kleinen Versuch gemacht, da habe ich anonym, also meinen Namen und Omega-3 kennt man natürlich auch irgendwo mittlerweile, aber ich habe das anonym unter einer anderen E-Mail-Adresse gemacht, habe ich mal, ich glaube, 10 oder 12 Firmen angeschrieben, die sollten mir mit den Schwermetallen oder Pestizide sind ja auch ganz wichtig, ja, Analysen von ihren Ölen herausgeben. Und überhaupt nur von 2 Firmen habe ich eine vernünftige Antwort gekriegt. Das war eine Schweizer Nährstofffirma und eine deutsche Omega-3-Firma. Mhm. Nur, und die anderen haben sich alle bedeckt gehalten. Mhm. Ja, das sagt dann ja irgendwo auch was aus. Also jeder Zuschauer kann es ja mal ausprobieren, kann seine Firma mit seinem Omega-3-Präparat mal anschreiben. Mal gucken, was da so passiert. Ja, super. Ja, vielen Dank, lieber Volker. Gibt es noch was Wichtiges abschließend? Ja, das war jetzt im Schnelldurchlauf. Ja. Es gibt natürlich, ich habe ein Tagesseminar, wo ich 8 Stunden nur beim S rede. Aber im Schnelldurchlauf waren das mal so die allerwichtigsten Sachen. Super. Wenn das alles richtig gemacht wird, dann ist es schon die halbe Miete. Und dann kann man, glaube ich, allein damit schon mal die MS zumindest ein gutes Stück weit aufhalten oder zumindest abbremsen. Mhm. Ja, betreue viele Patienten damit und wo die Neurologen sich dann wundern, dass jahrelang dann keine neuen Läsionen im MS im MRI auftreten. Ja, also man kann da schon sehr, sehr viel mit erreichen. Und vor allem, wir haben keine Nebenwirkungen damit und wir machen überhaupt nichts verkehrt damit, weil es eben für viele andere Krankheiten auch noch positiv ist. Super. Ja, dann vielen Dank für deine Arbeit. Schön, dass du da warst. Und ja, ich freue mich immer wieder gern, wenn wir zusammen Interviews machen. Danke. Danke. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, das Thema MS, chronische Entzündungen, wird uns sicherlich noch eine Weile begleiten. Umso schöner, dass wir Gäste haben, die sich immer intensiver mit dieser Thematik auseinandersetzen und wertvolle Tipps geben, wie wir unseren Körper dabei unterstützen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wunderschöne Zeit und bis bald. Tschüss.